Verteilt auf zwei Städte? Wie sich das auf den Studialltag auswirkt, zeigen uns diese beiden. Sie nehmen uns mit nach Erlangen und Nürnberg. Das ist die Eva. Und das ist der Kevin. Zusammen zeigen wir euch heute unsere Universität, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Mit rund 38.000 Studierenden sind wir die zweitgrößte Universität Bayerns. Und hier wird Forschung großgeschrieben. Schau mal, was ich gefunden habe. Chips? Ja, bist du welche? Na, ich weiß nicht. Vielleicht sind die irgendwie wichtig. Offensichtlich. Offensichtlich ein Forschungsgegenstand. Genau. Die Naturwissenschaftler an der Uni Erlangen-Nürnberg wollen nämlich wissen, warum wir alle so gerne Chips knabbern. Das erforschen die Biologen nicht allein. Sie stimmen ihre Untersuchungen eng mit anderen Fachbereichen ab. Interdisziplinäre Forschung also. 500 Meter weiter sind wir schon an der Medizinischen Fakultät am Institut für Pharmakologie. Das ist ein schönes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Fakultäten. Denn hier werden die Chips, die die Naturwissenschaftler präpariert haben, an die Ratte verfüttert. Was dabei im Hirn der Ratte vor sich geht, wird mithilfe des MRT am Computer dargestellt. Und dabei kommt die Ratte noch nicht einmal zu Schaden. Herr Hess, was sehen wir denn hier? Ja, wir können hier sehen an unseren MR-Aufnahmen, wo im Gehirn der Ratte stärkere Aktivitäten entstehen, wie hier im Wohlfühlzentrum, wenn die Ratte Chips futtert im Vergleich zu ihrem bekannten Normalfutter. Die Chips-Forscher haben in Erlangen ihren Sitz. Von den etwas mehr als 100.000 Einwohnern sind ein Drittel Studierende. Erlangen, eine typische Studentenstadt mit vielen Kneipen und Cafés. Gleichzeitig zählt die Stadt zu den wichtigsten Standorten der Siemens AG. Die Folge? Knapper Wohnraum und hohe Mieten. Einige Studenten ziehen deshalb lieber ins 15 Kilometer entfernte Nürnberg. Hier sind die Wohnungen oft günstiger. Rund eine halbe Million Menschen leben in der Frankenmetropole. In der traditionsreichen Arbeiterstadt ist die studentische Szene deutlich weniger ausgeprägt als in Erlangen. Kevin stammt aus Nürnberg und wohnt noch daheim. Der Mathe- und Physikstudent pendelt jeden Tag nach Erlangen. Also ich studiere in der Tat zwei Studiengänge. Ich studiere Mathematik und Physik parallel als vollen Studiengang und werde auch zwei Bachelorabschlüsse dafür machen. Und das Ungewöhnliche ist eben, dass man das nicht mit einem Fach als Hauptfach und dem anderen als Nebenfach, sondern beide als ganzen Studiengang studiert. Ein wichtiger Lernort, die Zentralbibliothek in der Erlanger Innenstadt. Also für mich persönlich war es so, dass ich eine Zeit lang gebraucht habe. Also am Anfang war es alles so ein bisschen noch fremd und ungewohnt. Und da musste man sich erstmal in dieser, also im Gegensatz zur Schule, auch einfach mal in der Masse von Menschen wohlfühlen. Aber was ich so toll finde, es gibt auch so viele Angebote für irgendwelche Praxisworkshops. Es gibt hier im Fachbereich zum Beispiel auch viele Studenteninitiativen, und wo man sich engagieren kann. Eva studiert Wirtschaftspädagogik im ersten Mastersemester. Die Bibliothek finde ich super. Also dieser ganze Ausleihservice ist unglaublich durchschaubar und es funktioniert alles wunderbar. Also da kann ich nur sagen, zwei Daumen hoch. Die Bibliothek ist zum Lernen in der Prüfungszeit manchmal schon ziemlich voll. Also da muss man sprichwörtlich früh aufstehen, wenn man da noch einen Platz kriegen will. Wir an der Friedrich-Alexander-Universität sind stolz auf unsere lange Tradition. Wir haben mal im Campusarchiv gesucht und folgende spannende Bilder gefunden. Studentisches Leben sah in den 1920er Jahren hier so aus. Die Wurzeln der Uni reichen noch weiter zurück, bis 1742. Damals gründete Markgraf Friedrich eine Universität in Bayreuth. Ein Jahr später verlegte er sie nach Erlangen. Sein Nachfolger, Markgraf Alexander, baute dann die Uni weiter aus. Heute trägt sie die Namen der beiden Markgrafen, Friedrich-Alexander-Universität, kurz FAU. Von den über 200 Standorten ist dies hier der wohl schönste aus der Gründungszeit. Wir stehen hier vor dem Schloss der Universität Erlangen und hier ist der Präsident zu Hause. Normalerweise kommen wir Studenten da nicht hin, aber heute werfen wir mal einen Blick rein. Der gebürtige Erlanger Karl-Dieter Grüske hat selbst an der FAU studiert. Jetzt leitet der Wirtschaftswissenschaftler die Geschicke der Uni in historischem Ambiente.
Wir haben hier eines der vielfältigsten Fächerangebote in ganz Deutschland. Das liegt daran, dass wir als einzige klassische Volluniversität auch eine technische Fakultät integriert haben, die heute voll ausgebaut ist und sehr erfolgreich arbeitet. Das gibt vielfältige Möglichkeiten der Vernetzung in der Medizintechnik, in den Werkstoffwissenschaften, mit der Chemie zusammen oder mit den Wirtschaftswissenschaften, bei den Wirtschaftsingenieuren und in vielen anderen Bereichen auch. Das gibt eine Art von Vernetzungsmöglichkeit, die wir auch stark nutzen. Vorsprung durch Vernetzung ist unser Motto und wir nutzen das und leben das täglich über interdisziplinäre Forschungseinrichtungen, über entsprechende Zentren, die immer verschiedene Bereiche zusammenbinden. Vom Schloss in Erlangen in die Katakomben der Nürnberger Findelgasse. Der Nürnberger Trichter, beliebter Treff bei Professoren, Doktoranden und Studenten. Als studentische Hilfskraft verdient sich Eva in der Kommunikationsabteilung der Uni etwas dazu. Mit ihrer Chefin Silke Sauer trifft sie sich hier häufig, um Berufliches zu besprechen. Trichter ist ein studentisches Café, also das wird von Studenten für Studenten sozusagen betrieben. Und es ist hier so eine Art ja, kleiner Rückzugsort in historischen Gemäuern, wo eben Studenten gern zusammenkommen, um einfach in einer kurzen Zwischenpause einen Kaffee zu trinken, um sich auszutauschen. Und genau, also hier wird viel gelacht und auch ein bisschen gefeiert. Also es ist eigentlich ein Ort zum Wohlfühlen. Silke und Eva kümmern sich um den engen Kontakt zu heimischen Wirtschaftsunternehmen. Davon profitieren vor allem die Studenten. Jobs, Möglichkeiten, in die Praxis zu gucken, Werkstudententätigkeiten. Das bedeutet, dass man im Studium eine große Praxisnähe hat. Anders vielleicht als im FH-Studium, wo man eine Praxis ein Semester hat, haben wir hier sehr viele in den Lehrveranstaltungen Möglichkeiten anzuknüpfen. Beispielsweise hier. Wir sind hier bei der Medizintechnik. Erlangen ist die Stadt für Medizin in Deutschland mit mehreren hundert Unternehmen, die sich hier in der Gegend mit der Medizintechnik beschäftigen. Insbesondere arbeitet auch die Universität Erlangen sehr eng mit der Wirtschaft zusammen. Das bietet auch für die Studenten Vorteile, wenn sie sich an die Praktikumssuche machen und natürlich auch für die zukünftige Jobsuche. Und ich werde jetzt für Campus in die Röhre gehen. Unternehmen wie Siemens stellen häufig noch vor Markteinführung ihre neuesten Hightech-Geräte, zum Beispiel Magnetresonanztomographen, für Forschung und Lehre zur Verfügung. Denn hier werden potenzielle Mitarbeiter ausgebildet. Solche Kooperationen gibt es viele. Beispielsweise mit großen Versicherungsunternehmen oder der Dativ, dem Software-Riesen für Steuerberater. Genauso intensiv arbeitet die Uni Erlangen-Nürnberg mit anderen Forschungsinstitutionen zusammen. Eva nimmt uns mit auf das ehemalige AEG-Gelände in Nürnberg. Dieses kleine Ding ist eine Photovoltaikzelle aus Folie. Sie wird hier im Energiecampus von den Wissenschaftlern erforscht. Diese Hightech-Schmiede betreiben Fraunhofer, die Technische Hochschule Nürnberg, die FAU und das Bayerische Zentrum für angewandte Energieforschung gemeinsam. Das Labor gehört weltweit zu den ersten Adressen bei der Erforschung gedruckter Elektronik. Alle sprechen hier Englisch miteinander. Wir sind hier mit der Uni sehr eng kooperiert. Deswegen haben wir viele Studenten und Doktoranden, die aus Italien, aus China, also wirklich weltweit herkommen. Auf mehr als 200 Standorte verteilt sich die FAU. Abgesehen von der uni-eigenen Zweigstelle im südkoreanischen Busan liegen davon ungefähr zwei Drittel verteilt in Erlangen und ein Drittel in Nürnberg. So richtiges Campus-Feeling kennen viele Studenten der FAU deshalb nicht. Eine Ausnahme bilden da die Wirtschaftswissenschaftler in Nürnberg. Und hier bin ich zu Hause, an der Wieso in Nürnberg. Anders als in Erlangen sind wir hier im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften fast eigenständig. Also alles befindet sich auf einem Campus. 1961 verschmolz die Wieso, die eigenständige Nürnberger Hochschule für Wirtschaft und Sozialwissenschaften, mit der Uni Erlangen. Heute zählt der Fachbereich rund 6000 Studierende.
Gerade in den ersten Semestern ist es schon so, dass die Räume wirklich manchmal an ihr Limit kommen und das nervt dann schon. Also dass man wirklich darum kämpfen muss, dass man in der Vorlesung den Platz bekommt. Es ist insofern ein bisschen Abhilfe geschaffen worden, dadurch, dass es quasi eine Aufzeichnung von Vorlesungen gibt, die man sich dann auch zu Hause anschauen kann. Ob es der Einzelne dann immer macht oder nicht, das bleibt ihm dann selber überlassen. Aber ich würde sagen, das ist schon ein Nachteil, der mich auch in den ersten Semestern gerade ein bisschen gestört hat. Viele Studenten, das heißt auch viele Bewerber für wenig Wohnungen. Eva besucht die Wohngemeinschaft von Kai, Christina und Julia. Die sind weit rausgezogen, um ein Dach über den Kopf zu bekommen. Vor den Toren Erlangens ist das Wohnen noch günstig. 270 Euro warm. Das Wohnproblem ist gelöst. Ein anderes Hinkebein aber bleibt. Also ich sehe eigentlich ehrlich gesagt nur Nachteile. Man lernt andere Leute schwieriger kennen von anderen Instituten. Man muss viel länger fahren und allein schon eine Dreiviertelstunde, um von einer Uni zur nächsten zu kommen. Wohingegen bei Campus-Unis man innerhalb von 5 Minuten im nächsten Gebäude ist oder von 10 Minuten. Und auch allein die Fahrtkosten dann immer wieder zu zahlen und auch Semesterticket, da hätte ich mir 2-mal hier eine Wohnung in Erlangen leisten können für den Preis. Also ich glaube, in Erlangen eine Wohnung zu finden, ist so ein bisschen... hat was von Glücksspiel, so. Entweder man hat Glück, in eine bestehende WG reinzukommen oder irgendwie über Freunde irgendwie was zu finden, das geht immer noch ganz gut. Oder einen der heiß begehrten Wohnheimsplätze, aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, weil neben den Studis sind halt auch noch viele Leute, die bei Siemens oder bei den anderen Firmen halt in Erlangen arbeiten, versuchen halt auch da Wohnungen zu bekommen und dementsprechend sind auch die Mieten sehr hoch, gerade im Innenstadtbereich. Die Situation spitzt sich seit Jahren zu. 1999 gab es hier 19.000 Studenten, 15 Jahre später sind es doppelt so viele. Wirtschaftswissenschaften, Physik, Chemie, Mathematik. Bei so vielen Sachen, die hier an der Uni vor sich gehen, ist es nicht verwunderlich, dass es auch ein paar exotische Dinge gibt. Zum Beispiel gibt es Gruppen, die Roboter programmieren. Das FAPS, der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik. Ein Dorado für Roboterfans. Mit Science Fiction hat das hier nichts zu tun. Der Roboter Baxter, den Christina Rahmer und Sebastian Reitelshöfer programmieren, kostet schon heute weniger, als ein ungelernter Arbeiter in einem Jahr verdient. Die Wirtschaftsingenieure der FAU verbessern die Software des humanoiden Roboters. Er könnte schon bald in kleinen Handwerksbetrieben eingesetzt werden. Für den Einsatz im Haushalt taugt Baxter allerdings noch nicht. Also mittlerweile sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass die Roboter uns sehr viel Arbeit zum Beispiel im Haushalt abnehmen können. Es gibt zwar schon sehr viele Ansätze, zum Beispiel Staubsaugerroboter, Wischroboter oder Ähnliches, aber dass die Roboter wirklich verstehen, was sie tun sollen, dass sie die Umwelt wahrnehmen können, das ist wirklich noch ein großes Problem, an dem wir aktuell arbeiten. Spitzenforschung auch am Exzellenzcluster der FAU. Hier schauen wir in die Zukunft, denn hier erforschen die Wissenschaftler der Universität Erlangen die neuen Materialien. Und ich versuche so lange noch ein bisschen hiermit. Das Besondere, Spezialisten aus 9 verschiedenen Disziplinen arbeiten in diesem Exzellenzcluster Hand in Hand. Physiker forschen etwa gemeinsam mit Materialwissenschaftlern, Biologen tauschen ihre Ergebnisse mit Informatikern aus. Eine Zusammenarbeit, die weltweit einzigartig ist. Die Uni Erlangen-Nürnberg hat noch viel mehr zu bieten als nur Technik. Johanna Haberer lehrt beispielsweise christliche Publizistik. Dabei geht es um das Verhältnis zwischen Religion und Medien. Dieses Fach gibt es nur in Erlangen, schon seit 1966 übrigens. An der FAU ist Vielfalt Programm. Also beides hat hier sein Recht. Ein Lehrstuhl für Menschenrechte oder ein Lehrstuhl für christlichen Osten oder für Politik des Ostens, der Politik von Palästina oder so. Also das heißt, wir haben richtige Spitzenspezialfächer und auf der anderen Seite die Massenfächer wie Maschinenbau oder wie Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Man kann viele Kontakte knüpfen, man hat so viele Möglichkeiten, man selbst zu sein. Und die Nummer ist eher eine Verwaltungssache. Man darf sich von der Bürokratie nicht erschlagen lassen. Man kann so viel selbst tun und Initiative ergreifen. Ich denke nicht, dass man hier nur eine Nummer ist.
Wenn man über Erlangen redet, darf man natürlich eins nicht vergessen, die Bergkirchweih. Jedes Jahr zu Pfingsten herrscht hier fast 2 Wochen Ausnahmezustand. Dann trifft man sich nämlich nicht in der Uni, sondern hier auf den Kellern. Wenn ihr euch auch für ein Studium an der FAU entscheidet, werden wir euch vielleicht hier mal treffen können. Wir würden uns freuen.